Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Interviewreihe zur Velo 2020 zum Thema gewerbliche Lastenradnutzung. Ich begrüße jetzt sehr herzlich Sven Knorr, Geschäftsführer der Firma Vorwag. Wer sind Hallo. Sie? Was machen Sie? Hallo, wofür steht Vorwag? Vorwag steht für die Vogtland Wagengesellschaft. Das bedingt sich aus unserem Standort. Wir kommen also aus Plauen. Plauen liegt im Herzen des Vogtlands, am Rande Sachsens. Und wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit Fahrzeugen und sind jetzt neu in dem Bereich Lastenräder am Markt am Start. Das ist die Vogtland Wagengesellschaft. Okay, für welche gewerbliche Nutzung haben Sie das Lastenrad ausgelegt? Und welche Erfahrungen haben Sie in der Entwicklung gemacht? Welche Schwierigkeiten gab es? Welche Themen haben Sie motiviert? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Also das ist jetzt eine sehr, sehr umfassende Frage, die eigentlich die letzten 2 Jahre dann beleuchten müsste. Das ist also schwer, die besonders hohen Felsklippen herauszufinden, die wir umschiffen mussten, oder die großen Untiefen, die wir überwinden mussten. Da gibt es viele, viele Dinge zu berichten, sicherlich. Entscheidend war, dass wir unserer Tradition haftet. Wir kommen ja aus dem Automobilbau auch, etwas Haltbares zu bauen, etwas, was also praktisch den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist. Ein Fahrrad, ein Lastenrad, das ich früh erledige meine Aufgabe und stelle es abends wieder in die Garage. Und so mache ich das jeden Tag, ohne Angst zu haben, dass es am nächsten Tag nicht funktioniert. Das ist also unser Anspruch gewesen, ein solides, robustes Lastenrad zu entwickeln. Auf dem Weg dorthin haben wir also auch oftmals gesehen, dass Fahrradtechnik in dem Bereich, wo wir versuchen, uns zu platzieren, Fahrradtechnik vielleicht an die Grenzen stößt. Bei Gesamtlasten von so einem Fahrrad von einer halben Tonne, im Maximalfall 550 Kilo. Dort ist es also schon angebracht, Baugruppen aus der Mikromobilität, also aus dem Automobilbereich, zu verwenden. Das hat sich also über diese 2 Jahre Versuche und Entwicklungen herausgestellt, dass das sicherlich der Weg ist, wenn man für Logistiker, für Streetfood-Bereich, für alle, die sich mit Facility Management oder Gebäudewirtschaft beschäftigen oder Garten- und Landschaftsbau, für diese Leute etwas an den Markt bringen will, das immer genutzt werden kann, dann ist sicherlich oftmals nicht mehr die Fahrradtechnik, die diesen Standard erfüllt, dass man es jeden Tag ohne Sorge benutzen kann. Und was heißt das konkret für die Wartung Ihres Lastenrads? Also die Wartung sollte sich auf, ja, also im Prinzip versuchen wir so wenig wie möglich Wartung zu haben. Ich gehe jetzt mal von wartungsfrei aus, was natürlich, ich sage mal, eine Illusion ist. Irgendwas wird immer sein. Aber es gibt jetzt nichts, wo man Baugruppen in einer täglichen Untersuchung oder monatlichen Untersuchung unterziehen muss. Normal wird der Akku geladen. Ich fahre mit meinem Fahrzeug, erledige meine Aufgabe, kontrolliere den Bremsenverschleiß, kontrolliere den Luftdruck. Schau, dass alle Leuchten gehen und dann sollte eigentlich die Wartung schon im Großen und Ganzen erledigt sein. Dann kommen wir im Grunde genommen auch schon zu dem Vertrieb. Also wer kann denn diese Wartung für Sie sind jetzt gerade am Markt. Ich glaube, jetzt gerade bei Markteinführung oder ist Markteinführung. Ist das richtig? Und wer kann dann diese, und also für welchen Vertrieb haben Sie sich entschieden? Und wer kann die Wartung dann gewährleisten, wenn ich mir jetzt sozusagen als Gewerbe so ein Lastenrad aneigne? Also es ist so, dass wir jetzt praktisch im Early Stage sind. Also das ist ziemlich am Anfang unserer Markteroberung. Das heißt, wir sind im Moment an einem Punkt, wo wir von unserer Zentrale aus den Service gewährleisten wollen, aber auch als Teil der Logistikkette im Prinzip bestehende Verbindungen. Wenn, gehen wir mal von einem Unternehmen, nutzt jetzt dieses Fahrrad für seine Zwecke in Berlin zum Beispiel. Und hat dort bestehende Verbindungen zu Kfz-Werkstätten. So ist unsere Bestrebung folgende, dass derjenige, der das Fahrrad hat, der Kunde also zu seiner
Werkstatt des Vertrauens geht, sagt hier, das ist der Fall, der jetzt vorliegt, irgendwelche Ungereimtheiten. Und wir nehmen praktisch Kontakt auf mit dieser Werkstatt im direkten Draht und versuchen, diese Station so zu nutzen. Das ist ein möglicher Ansatz, um zu sagen, wir satteln auf existierende Verbindungen, die diese Firmen eigentlich meistens schon haben, mit irgendwelchen Werkstätten, mit denen sie schon lange in Verbindung sind, und versuchen dort mit unserem Know-how dann aus der Ferne die Anleitungen zu geben, um so eine Wartung durchführen zu können. Was weiß ich, Motorwechsel oder Steuerteilersatz oder was halt die schlimmen Sachen sein könnten oder Unfallschaden beseitigen. Dass wir analysieren mit Bildern, also ganz normal mit der modernen Technik, wie wir es jetzt gerade hier auch nutzen, zu sagen, zeig mir bitte her, was ist verteilt, was ist passiert. Was man sieht, irgendwo Lenkerarm ist geknickt oder irgendwas ist ganz Schlimmes passiert, dann sagen wir, okay, wir wissen, welche Teile wir schicken müssen und nehmen als Teil der Logistikkette im Prinzip unsere Logistik mit in Anspruch und schicken die Teile dorthin mit den nötigen Anleitungen. Das ist ein Ansatz. Es gibt auch Bestrebungen, mit Filialisten einen Kontakt aufzubauen, nur das kann ich leider noch nicht bestätigen, dass es da bestehende Lösungen gibt. Wir haben also, es gibt den Ansatz zu versuchen, mit einem großen Filialisten, der deutschlandweit aktiv ist, dort so einen Service-Center, so ein Service-Netz aufzubauen. Und das würde dann auch den Verkauf der Räder betreffen? Der Verkauf der Räder findet im Prinzip im Moment nur über Mundpropaganda statt, was wir gerade machen, also sowas, wie wir beide jetzt hier tun. Mit unserem Außendienst, der in Berlin sitzt. Und wir haben natürlich das Internet als mögliche Plattform, um den Verkauf zu forcieren. Das ist jetzt der momentane Stand. Es gibt also noch keine Vertreter, die irgendwo in Deutschland sitzen und direkt FOWAG-Vertreter sind. Das heißt, ich müsste nach Plauen kommen, um es Probe zu fahren? Oder kann ich das zum Beispiel auch in Berlin tun? Und was kostet mich ein FOWAG-Lastenrad und welche Vorteile bringt es mir? Also wir sind jetzt im Moment auf Tour mit unseren Lastenrädern. Das heißt, wir werden auch im Juni in Berlin sein, bei Kunden und dort Tests starten. Es wird auch also eine Vorführung geben, die am 23. Juni stattfindet in Berlin, auf dem Messenger-Gelände. Und im Moment versuchen wir, dem Kunde entgegenzukommen. Wenn irgendwo der Wunsch besteht, das Fahrrad zu testen und wir die Kapazitäten haben, dann versuchen wir, das Fahrrad bereitzustellen. Das kann ich mir später auch vorstellen, dass es dann hier irgendwo einen zentralen Punkt gibt in Plauen, wo man sagt, hier sind Fahrräder zum Ausleihen oder wie auch immer. Im Moment ist es so, dass wir zum Kunde gehen und dort diesen Anspruch auf Test versuchen zu erfüllen vor Ort. Und wenn dann es zu einer Kaufentscheidung kommen sollte, dann ist es so, dass dieses Fahrzeug von 7.300 Euro netto an zu erwerben ist, abhängig von der Ausstattung. Also der Grundpreis in der Founders Edition, das ist eine limitierte Edition, die wir jetzt für die ersten 200 Fahrzeuge machen, sind 7.300 Euro netto. Davon dann in der gewerblichen Nutzung noch die 30% Förderung abziehbar, sodass wir irgendwo im Bereich zwischen 5.000 und 6.000 Euro in der Grundausstattung rauskommen. Gut, herzlichen Dank. Und sage ich mal, die besonderen Vorteile vom FOWAG-Lastenrad, wollen Sie dazu noch was sagen? Und wo sehen Sie die gewerbliche Lastenradnutzung in den nächsten 5 Jahren? Also, der besondere Vorteil ist erstmal, dass es von uns ist. Nee, Spaß beiseite. Wir gehen also, ich bin fest überzeugt davon, dass dieses Fahrzeug ein robuster, solider, täglicher Begleiter ist. Also wir wollen wirklich versuchen, alles das, was mit Bastelei, mit irgendwelchen ambitionierten Dingen, wo man sagt, vielleicht könnte es gehen oder so, das versuchen wir im Vorfeld schon so weit wie möglich auszuschließen. Sodass also der Vorteil dieses Rades darin besteht, dass ich es als Arbeitstier nutzen kann. Dass ich sage, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen, die heißt, ich muss irgendwo eine Anlage in Ordnung halten, ich muss irgendwelche Logistikaufgaben erledigen,
dann kann ich die angehen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, ob wieder die Kette runterspringt, ob wieder irgendwo eine Felge sich verabschiedet. Also diese normale Nutzbarkeit steht bei uns im Vordergrund. Und wo ich in 5 Jahren diese Sparte der Logistik oder des innerstädtischen Transports sehe, das ist ein bisschen in die Glaskugel schauen, sicherlich. Da gibt es sicherlich auch viele, viele Bestrebungen, die verschiedenste Richtungen verfolgen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist, immer dort, wo es hingehört. Also ich muss jetzt nicht versuchen, Tonnen und Tonnen zu transportieren. Ich muss nicht versuchen, hunderte Kilometer zu überbrücken, sondern im Innenstadtbereich mit übersichtlichen Ladungen im Bereich von 200, 250 Kilo dort Aufgaben zu erledigen, nicht in der zweiten Reihe zu parken, also dorthin zu fahren, wo ich wirklich hin muss, auch die Fußgängerzone befahren zu können, wo es für Fahrräder gestattet ist. Also sicherlich gibt es dort viele, viele mögliche Nutzungen. Die Bestrebungen gehen ja dahin, das immer weiter zu treiben. Wie weit sich alle Bedürfnisse dann irgendwo treffen, das wird man sehen. Also wie weit das Lastenrad alles erobert oder das, ich sag mal, es ist auch ein Zusammenspiel mit den ganzen anderen Teilnehmern, die natürlich auch ihre Rechte und ihre Forderungen haben. Und dass man nicht alles einseitig in Richtung Rad auslegt, ist natürlich auch logisch, glaube ich zumindest. Aber ein Platz ist da und der ist auch noch lange nicht ausgefüllt. Also dass das eine größere Zukunft hat, als es jetzt im Moment genutzt wird, da bin ich sicher. Und noch abschließend die Frage, während Ihrer Planungs- und Bauphase, haben Sie da sozusagen auch den eigenen Fußabdruck im Blick gehabt? Also nachhaltig, nach welchen Nachhaltigkeitskriterien haben Sie konstruiert oder konstruieren Sie? Das ist einfach ganz solider Maschinenbau. Das ist Stahlbau, das ist eine Schweißkonstruktion, die auf lange Dauer ausgelegt ist. Auch das ist Teil unserer Philosophie, dass das Fahrzeug lange hält und dadurch im Prinzip einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, sicherlich. Und das ist, also der Stahlbau ist in Plauen hergestellt? Ja, wir machen das hier bei uns in unserem Laden selber. Gut. Dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, also für mich ist das ja eine Premiere hier. Ich bin auch wirklich ein bisschen aufgeregt, vielleicht manchmal ein bisschen stolperig hier, aber ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe und hoffe, dass es da noch zu mehr und mehr Möglichkeiten kommt. Wollen Sie uns noch den Blick freigeben auf das wunderbare Gerät, was ich im Hintergrund erahne? Ja, das ist also im Prinzip ein Blick in unsere Werkstatt, ein Teil unserer Werkstatt, wo wir Montage durchführen. Das sind jetzt Fahrgestelle, die aktuell auch für Kunden vorbereitet. Das sind also verkaufte Fahrzeuge. Der eine nutzt es zum Transport von Brennholz in der Stadt, in Plauen. Also das ist auch eine Premiere. In unserer Stadt ist das natürlich, sagen wir noch lange nicht so allgegenwärtig wie in den großen Metropolen. Das ist also hier schon eine besondere Sache, dass er sich für diese Art des Transports in der Stadt entschieden hat. Und das andere Fahrzeug ist gedacht für einen innerbetrieblichen Transport in der Schleiferei. Also sie nutzen das praktisch in der Firma hauptsächlich zum Transport von Materialien und Dingen, keine Ahnung, was sie da alles rumfahren. Ja, schön. Dann herzlichen Dank und alles Gute. Gern geschehen. Und ich hoffe auf ein nächstes baldiges Wiedersehen. Ja. Bitte. Dankeschön.